Und somit hallo und herzlich willkommen zur 20. Folge von Space Engineers hier in der 4. Staffel auf Microhazard TV. Ich bin's, der Eisbäcker, und mit mir zusammen ist heute hier, kommt gerade schon entgegen und schubst mich, der Nils. Hallo. Und natürlich der Heiko ist auch da. Hallo. Sonst dafür auf dem Server? Nein. Gut. Ja. Dachte, ich guck mal nach, ob noch jemand anderes da ist. Ich habe Andrea schon ewig nicht mehr gesehen. Ich auch nicht. Ja, die ist nachts da, wenn keiner dabei ist. Obwohl, letzte Nacht war ich auch noch bis 3 Uhr da, da war auch keiner da. Weil er weiß, wann die kommt. Warum haben wir 3 Energiezellen im... Weil ich die noch im Inventar hatte. Ach so. Im Transporter drin. Übrigens, meine... Privatbasis hat jetzt eine Warnboje, ja, nur mal so als Hinweis. Auf uns schießt die ja nicht. Nö, auf euch schießt sie nicht. Auf Fraktionen kannst du ja nicht schießen lassen. Ihr könnt die Basis aber übrigens, wenn ihr eure Privatbasis trotzdem vor der Fraktion auch schützen wollt, dann könnt ihr das machen. Und zwar mit einem Schutzschild. Also mit der Schutzschild-Mod, dann müsst ihr aber die Schildmodulation aktivieren. Also müsst ihr noch einen Schildmodulator einstellen, da könnt ihr nämlich eine eigene Frequenz quasi noch einstellen. Ich weiß allerdings nur nicht, ob, also mit dem Schiff könnte dann zum Beispiel nur derjenige reinfliegen, der auf dem Schiff ebenfalls einen Schildmodulator hat, mit derselben Frequenz logischerweise. Ansonsten kannst du nicht durch den Schild durchfliegen. Ob du mit dem Jetpack durchkommst, würde ich fast vermuten, ja, dass du trotzdem mit dem Jetpack zumindest reinkommst, aber... Weil ich glaube, dass man das jetzt nicht da so direkt verhindern kann. Da müsste man sonst fraktionstechnisch sich aufspalten, was ja nicht der Sinn der Sache ist. So, ich gehe jetzt mal die Grundbaumaterialien für den Hangar mit. Als interne Panzerung und Stahlplatten. Ich habe heute Nacht noch ein bisschen bei mir in der Basis an Bohrer gebaut, der den zweiten Schacht bohrt. Meine Basic Refinery kam nicht mehr hinterher, das Stein zu verarbeiten. Ich habe mir nämlich wirklich die Mühe gemacht, dann entsprechend eine extrem lange Konveyorleitung zu bauen, damit die Bohrer auch direkt dann mit dem Ganzen verbunden sind und sich die Anlage, sich das direkt ziehen kann. Ich hatte nämlich keine Lust, nochmal 100.000 Stein manuell zu transportieren. Das habe ich einmal gemacht, das hat mir dann gereicht. Gott sei Dank waren es nur so 6-7 Blöcke weit, die ich laufen musste dann jeweils, aber dann ging das noch relativ schnell, aber... Aber wenn es weiter gewesen wäre, hätte ich lieber eine Konveyorleitung gebaut, die sich das zieht, bevor ich das dann von Hand transportiere. Ja, aber wie ihr sehen könnt, sind wir wieder mal beim Eisen abbauen, das heißt der Nils und ich. Ich weiß gar nicht mehr, Heike, was machst du gerade? Bereitest das Hangar vor, oder was? Heiko? Ach, Heiko hat so ein... Heiko, dein Mikrofon ist weg. Das ist nicht GX, deswegen. Also das ist nicht X, das ist was anderes. Entweder dann Server... Ja, was war's? Ach, AnoTS. Ganz gut, ey. Hast du nicht mal was gesagt, von wegen du wolltest in AnoTS nicht mehr drauf sein, wenn du hier... Ich meine, du kannst das ja gerne ansonsten machen, aber wenn wir aufnehmen, solltest du das vielleicht nicht machen. Ja... Ich weiß auch gar nicht, warum du überhaupt noch 2 TS gleichzeitig bist. Reicht mir auch manchmal tatsächlich. Du weißt, dass du die Option abschalten kannst, automatisch verbinden, ne? Ja, ich weiß. Eis, wie viel Platz zwischen Lagerhaus und Hangar sind angemessen? Ich weiß nicht, wollen wir da auch wieder so eine Art Durchfahrweg lassen oder ja, eher nicht? Würde ich machen, genauso wie beim Landepad mit Conveyorläufen am Boden, ne? Dann entsprechend mindestens eins, also einer für raus, runter, 3 runter, also 5, sag ich mal. Dann sind wir 1, 2, 3, 4, 5. So in etwa wie der Abstand auch zum Produktionsgebäude ist. Ja, der erste Block hin. Kannst natürlich auch weiter wegstellen, muss hier, also das ist aber der Mindestabstand, aber weiter weg geht natürlich auch, ne? Ja.
wenn die zu weit auseinander sind, stehen sie auch nicht mehr gut aus. Naja. Macht es für die Gegner schwieriger, die ganze Basis zu zerstören. Ja, gut, das stimmt schon. Ich habe übrigens auch meine ganzen Sachen jetzt nach unten verlegt. Ne? Also mein Survival Kit ist jetzt unten. Ich habe jetzt auch eine richtige Montageanlage in der Zwischenzeit. Ich sag mal so, ich mache eine 7er Länge. Dann habe ich mit den Verbindern drauf. Vorne 3, hinten 3. Sollte lang genug sein. Lustig ist, ich habe deine Bar. Ich habe mir gestern mal eure Basen angeguckt. Ja. Da die ja alle über Respawn Point zugänglich sind für mich, habe ich mir die mal angeschaut. Boah. Nils Basis ist sehr grün. ich glaube, du hast alles grün, oder? Ja, habe ich. Warum nicht? Zumindest sehr auffällig. Da weiß man, das ist Nils seine Basis, die ist grün. Dann weiß man, okay, da ist ein Anfänger, greife ich nicht an. Grüne Farbe der Freude. Dem Spiel hoffe ich. Alles klar. So, bei Andrea weiß man nicht. Ja, gut. Was habt ihr alle mit Andrea? Tut so, als wenn Andrea von der Kriegstreiber wäre. Naja, ich sag mal so, sie hat die meiste Erfahrung, weiß man am einfachsten Bomben oder Angriffssachen baut. Eine Bombe kann ich auch bauen, die ich von einem Fluggerät aus abwerfe. Ja, du, ich nicht. Ich würde dir, nur empfehlen, gleich mehr als nur eine abzuwerfen. Und vielleicht noch ein paar Täuschkörper vorher abzuwerfen. Damit die Gatlings erstmal abgelenkt werden und Raketenwerfer. Es gibt nämlich auch Köder, also Täuschkörper. Zum Ablenken. Gerade für Raketen vielleicht sehr interessant. Dazu müsste man wissen, wie man sowas baut und wie die Dinge heißen. Aber sie haben was gemacht, Heiko, in Richtung, sie heißen direkt Köder. Okay. Täuschkörper. Aber sie haben was gemacht in Richtung dieses durch den Boden durchbacken, ne? Weil mir ist das jetzt schon ein, zwei Mal in der Zwischenzeit wieder passiert, dass ich mal durch den Boden durchgebackt bin. Aber dann bin ich nur so ein, zwei Sekunden gefallen und bin dann direkt wieder nach oben gespawnt. Ich erinnere mich noch damals, Heiko, ne, weißt du? Ja. Durch den Gebodenbackt hieß Selbstmord. Ja. Weil du kamst ja durch den Boden nicht mehr durch, auch von unten nicht mehr nach oben. Du musstest, dann ist der voll? Ja, ist voll. Oh. Pack ins Cockpit. Zur Not. Der ist ja schon voll. Ja, das geht hier doch ein bisschen schneller. Was steigen will ich? Zumindest schneller als den Echo. Ja. Das auf jeden Fall. Ja. Also ein bisschen ist hier unten noch. Ja, das nehme ich jetzt noch Inventar mit und dann. Achso, was kann. Passt doch. Also, 13er Breite, 7er Länge. Umgekehrt. 13er Länge, 7er. Wie groß machst du denn das Tor? 5. Und ich mach 2 Tore. Also 5 breit, 4 hoch? Ja. Also, dass gerade so die Mücke reinpasst. Obwohl, die ist ja nur 3 breit, also hat Herz nach rechts und links einen frei. Ich hab ein bisschen Luft gelassen, weil eventuell stellen ja auch größere Schiffe rein. Ja, aber viel größer sollten sie nicht werden. Ja. Ja, ich hab schon. Ein kleines Schiff hier größer zu bauen, wie glaube ich auch schwer. Wieso? Weil weißt du, wie groß du hier ein kleines Schiff bauen kannst? Ja, ich weiß, es geht an sich geht's riesig, aber wir machen es immer nur so klein. Ja. Oder so haben wir in den 4 Staffeln jetzt, sag mal. Weil die letzten drei Staffeln schon mal so ein großes Schiff gebaut, dass es nicht mal in das Hangar verpasst. Weil es gibt ja Leute, die mitnehmen wirklich die Mod rein, dass sie alle Blöcke, die sie im Großen haben, auch fürs Kleine haben, also inklusive Schwerkraftgenerator, Türen und so weiter, ne? Mhm. Und bauen dann aus kleinen Blöcken ein großes Schiff, wo du wirklich drin rumlaufen kannst, mit Türen und allem drum und dran. Hat halt den Vorteil, du kannst das viel detaillierter und viel, ja, schöner bauen, so nach dem Motto. Ja, kannst du ja, aber ich sag mal, vom Material her hast du keinen Vorteil. Du brauchst nicht genauso viele Stahlplatten. Ja, klar, vom Material her hast du keinen Vorteil. Nee, aber der einzige Vorteil ist, dass du es halt schöner bauen kannst. Ja. Hast du die beiden Solarzellen abgebaut, ist da oben, oder? Ja. Beide, ja? Ja, weil die andere hielt und die andere nicht. Wenn ich die eine abgebaut habe, ist die andere klar zur Seite. Ach so. Deswegen habe ich gleich beide abgebaut.
Nach vorne. Weiter, weiter, weiter. Oh. Weiter, weiter, weiter. Stopp. Zurück. Ah, was machst du denn? Ja, was denn? Parkst du immer so? Nee, aber du hast gesagt, ist ja weiter. Weil jetzt bin ich drüber. Boah, heißt, ich brauche jetzt 20 Hangar-Tore, ey. Scheiße. Irre ich mich. Ja, jetzt bin ich drüber. Naja, jetzt ja. Du hast weiter gesagt, weiter, deswegen hab ich, bin ich weitergefahren. Ja, ja, nee, nee, aber du hast den so komisch gekippt. Na, die Nase war so hochgezogen. Ich bin mit der Maus abgerutscht. Das ist nämlich das Problem. Kleiner Tipp, halt bei solchen Sachen einfach die Alt-Taste gedrückt. Wenn du mit der Maus abrutscht, dann hast du halt einfach nur den Punkt, dass du die Kamera verstellst, aber nicht das Schiff bewegst. Ja. Nur so, als Tipp mache ich nämlich ganz viel beim Fliegen. Wenn ich längere Strecken fliege, halt fast dauernd die Alt-Taste gedrückt. Wenn ich gerade Strecken fliege. Können wir kaputt jagen? Nö. Nö, sollte nicht. So stark bin ich nicht gelandet. Naja, ich habe Funken gesehen. Oh. Ja. Aber ich check gerade mal den Unterboden quasi, die untere, die hintere, die hintere, hinteren Bereich, aber ist alles gut. Fahrwerke sind alles tutti. Triebwerke, die großen, mal gucken. Warte, wie heißt denn das? Das ist alles schick. Wie heißt was? Ist immer gut zu fragen, so, wie heißt was? Wenn ich selber nicht weiß, wie es heißt, wie heißt denn das? Wie heißt das? Irgendwie regt der Krater hier mitten vor der Rampe auf. Der regt dich auf? Ja, ja, tut halt ein bisschen die Optik zerstören, ne? Ja. Komm, dann habe ich jetzt die Idee. Ich schnappe mir jetzt ein paar Stahlplatten. Oder noch besser. Hast du das Schiff schon leer gemacht? Das zieht doch automatisch leer. Meinst du das, was im Cockpit ist? Nee, Cockpit habe ich jetzt vergessen. Gut, dann habe ich. Wo sind jetzt die Laufstege? Das brauche ich dafür. Herstellungskomponenten. Haben wir welche? Ja, sehr schön. So. Der Berg geht ja so steil runter, dass ich jetzt quasi schon um einen Block verschoben bin wieder. Weil da kriegst du keinen Block drunter. Ja. Okay. Naja, schwebt jetzt halt der erste Block vorne. Doch, du kriegst einen Block drunter, Heiko. Drück mal zweimal die B-Taste, dann hast du das Raster platzieren. Dann kannst du einfach so irgendwo und trotzdem im Raster platzieren. Ah. Und dann kannst du auch da drunter einen platzieren. Ah. Danke. Dann hast du nämlich das lokale Raster. Boah, ich soll mich nur außenrum machen. Weil außenrum sieht man das Einzige. Das ist nämlich immer sehr hilfreich manchmal. Eins. Wenn Erze einmal im Montageanlage drin sind, kann man die nicht mehr rausnehmen, wa? Aktuell nicht, nein. Lässt der Sortierer nicht zu. 4,3 Kilo Nickel drin. Hast du alle Stahlplatten mitgenommen, Heiko? Hast du noch welche? Ich hab, glaube ich, alle mitgenommen. Sehr blöd. Dann. Ich habe einen Auftrag. Brauche nicht viel. Kannst du ja gleich mal wieder 1000 in Auftrag geben. Ah, jetzt weiß ich, wofür ich den Block benutzen kann. Jetzt kann man den Block auch mal anders benutzen, also für die Rampe. So, eine Batterie noch, dann ist fertig. Schön. So, aber die Folge dürfte rum sein. Ja, das stimmt wohl. Da hat du recht. So, was nehmen wir denn für ein Thumbnail? Hier hinten. Hat zwar mit der Folge jetzt selbst nicht viel zu tun gehabt, aber. Hab da Thumbnail. Du fängst ja mit dem Hangar an, deswegen. Also. So. Gut. Dann würde ich sagen,
verabschieden wir uns für heute. Wünschen euch noch einen schönen, schönen Rest Donnerstag und sagen ciao, tschüss und hoffentlich wieder bis morgen. Tschüss, tschüss. Tschüss. Tschüss.